So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bier Persus Mandat. Wir sind angeblich im Labyrinth, aber so labyrinthisch finde ich das gar nicht. Viel Gelegenheit zum Verlaufen hat man sich hier nicht. Okay. Ja. Ich glaube, man hätte das Ding auch zumachen können. Das finde ich jetzt ein wenig seltsam. Dass es hier eine Leiter gibt. Ist hier irgendwas? Übersehe ich hier irgendwas? Scheinbar nicht. Okay. Immer zur Vault. Das kennen wir schon aus dem Hauptspiel. Und wieder Pistolen. Ich habe aber die ganzen noch nicht so ganz raus, was die Funktion von dem Rotglas, wie sie hier sein soll. Also ja, es ist rot, aber tut es auch was oder ist es einfach wirklich nur rot? Weil das wäre dann nicht ganz so sinnvoll, wenn es nur rot ist. Dadurch hat man ja schon, sagen wir mal, einen Nachteil. Also durch nur Rot. Man sieht zum Beispiel Laserpointer. Die meisten sind rot. Nicht. Löschen wie Schießbude. Auf jeden Fall eine Gelegenheit zum Speichern. Ich finde es erstaunlich, dass wir noch überirdisch sind. Ich meine, so weit nach oben sind wir jetzt gar nicht gefahren. Okay. Eine Tagebaustätte mit angeschlossener Mine. Das ist eine Erklärung. Aber eigentlich hätten wir viel, viel weiter unten sein müssen. Noch mehr Pistolen. Medipacks. Alles Mögliche. Komme ich soweit mit klar? Habe ich nicht mal Probleme mit? Ich wüsste nur gerne, ob wir hier noch irgendwas Bonusmäßiges finden können. Aber auch da sieht es schlecht aus. Nö. Ja, komm, zwei Rüstungen, ist richtig. Eine habe ich jetzt für 23 Schaden eingesammelt. Aber wenn die meinen.
meine, wir werden hier wahrscheinlich sowieso nicht zurückgehen. Hi. Unerwartet euch hier zu finden. Ich wollte gerade die Tür hinter mir zu machen. Genau die. Hey, jetzt können wir doch zurückgehen. Gut, für beide Medipacks hat es nicht gereicht. Hey, hier sind Leute. Die hatte ich doch gesucht. Okay, es ist eine Scheißleiter, weil sie einen zu nichts führt. Ah. Reflexboost. Das heißt, wir können jetzt jederzeit auch wieder ein Health Upgrade finden. Die sind ja meist gekoppelt. Also, dass beide im gleichen Abschnitt auftauchen. Oder nah beieinander. Abschnittsmäßig. Nehmen wir das hier, weil ich keinen Bock habe zurückzulaufen. Ansonsten wüsste ich, wo noch ungefähr 6 liegen. Ja, und weil hier Ballerei ist, nehme ich die Rüstung noch nicht mit. Wir können nämlich nur 33 zusätzliche Munition speichern. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Target entering the area. Ja, gefunden. Okay. 18. Rüstung fehlen uns. Crossing. 32 Gesundheit. Den hätte ich auch boxen können. Was er offensichtlich getan hat. Uns fehlt nämlich schon wieder Rüstung. Aber 25 ist noch nicht gut, wenn uns 35 fehlen. Also ja, im Prinzip ist es gut, dass uns nur 25 fehlen. Aber es reicht noch nicht für die Rüstung. Damit hätten wir schon mal raus, wo es wahrscheinlich weitergeht. Ja, es drängt sich auf, dass wir hier runter sollen. Sogar mit Treppe. Das ist ja jetzt so eine Schlucht, wo man nie wieder hochkommt, aber mit Treppe. Das wäre ein Luxus. Na, na, na. Flop. Voll voll. Wir haben Status voll voll. Und unsere Munition wird immer weniger.
Ich speichere noch mal vorher, falls jetzt hier gleich der Rotor losgeht. Diesmal kein Geheimnis unter der Treppe. Hahaha, gut, dass ich gespeichert habe. Kapitel 7, Auslöschung, Kloneinrichtung. Sieht zwar ganz anders aus als eben, aber okay. Ah ne, doch nicht. Oder nicht unbedingt Kloneinrichtung, es könnte auch Klonfabrik sein. Eine Facility ist ja auch eine Fabrik. Das heißt aber, wir können hier wieder mit vermehrter Elmer rechnen. Ah, ich muss Strom machen. Soll das Körper sein? Ist aber nicht sehr effizient. Kauschen, also Vorsicht, explosiv und so weiter. Saving Checkpoint. Noch mehr Pistolen. Gut, dass wir zwischendurch eine Granate verbraucht haben. Target is confirmed to be in the area. Keep your eyes peeled. Grenade, buff, buff, bumm. Kann ich auch. Look out, Grenade. Es hört sich immer nach so einem Schnappen von einem Hund an. We have a situation. Headshot. Sollte den irgendwann im Auto. What's your status? Oh, Präzision. He wiped out the whole squad. Die bewerfen mich immer noch mit Granaten, ich meine. Can you see him? Nö. Ja, und mit der Waffe kann man sagen, muss ich noch ein bisschen üben. Zu schießen. Ah, Health Boost. Sehr schön, sehr schön. Großes Bum Bum. Und hier geht das weiter? Sicher? Ja, sicher. Damit man da auf keinen Fall rüberkommt, verläuft das sogar in der Wand. Das Geländer.
Bildschirm. Das war ein Bildschirm. Einer der leider großen Nachteile einer Penetrator. Die Leichen bleiben meist irgendwo an der Wand hängen. Aber ich habe hier gerade keine Wahl. Ich muss sie ja benutzen. Äußerst friendly. Diesen Türenschließsound finde ich so unglaublich schlimm. Also rein von der Ähnlichkeit mit einem zum Beispiel Resident Evil Hundeschnappen. Man könnte schon fast sagen, das gehört mit zu den gruseligsten Sachen, die wir bis jetzt in dem Spiel hatten. Ich habe nämlich echt voll keinen Bock hier auf Zombiehunde. Surprise. Ich glaube, die meisten Leute haben keinen Bock auf irgendwelche Zombiehunde in irgendwelchen Spielen. Ah, komm, die Rüstung brauchen wir gerade eh nicht. Aber bevor ich euch das antue und da wieder komplett zurücklaufe und den Rest der Folge damit verschwende, hin und her zu rennen, hole ich mir das in der Aufnahmepause. Und mal ein Quick Save. Ja, Tür geht noch auf. So viele Gefahrengutfässer. He robbed her of her childhood, stole her children, and took her life. My mother does not like thieves. Hat er schon wieder angefangen, die Leichen anzuknabbern? Weil man da ja nicht mal von Knabbern reden kann. Es knuspert ja nicht. Es matscht ja mehr. Es ist trotzdem eine blöde Angewohnheit. Er könnte das mal lassen. Er soll mal nicht behaupten, dass es hier nichts anderes zu essen gibt. So. Kurzen Alarm ausgestellt. Geht nicht auf. Hier war wieder er. Und was wir in diesem Raum und den anderen erleben, würde ich mal sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Insofern, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.